Die Risse im Schleier gefährden sowohl diese Welt als auch das Nichts. Inquisitor. Dann wollen wir doch mal sehen. Machen wir uns an die Arbeit?
Inquisitor. Kann's nicht werden. Dieser Templer.
ihr uns hierher gebracht habt. Immer schlimmer. Irgendwo in der Nähe Elfenmagie. Die Schutzzauber zeigen Wirkung.
bedacht, dass Kämpfe in unserer Welt auch Auswirkungen auf das Nichts haben könnten. Ist das immer der Fall, Solus? Diesmal ist es schlimmer, weil die Bresche Geister gegen ihren Willen hindurchzerrt. Dennoch führt jeder Krieg, so gerecht er auch sein mag, zu Angst und Zorn. Und so kommen die Dämonen in unsere Welt. Es heißt, Generäle sollten es vermeiden, zu oft auf demselben Schlachtfeld zu kämpfen. Die Toten, der Zorn, all das schwächt den Schleier. Und doch spricht nie jemand darüber, welche Auswirkungen ein Krieg auf die Welt der Geister hat und was wir ihnen damit antun. In jedem Krieg kommen Unbeteiligte zu Schaden. Und das allzu oft, ohne dass jemand Notiz davon nimmt. Vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Groß ist die Schar meiner Feinde. Zahlreich sind
in den wärmsten Plätzen. Was denkt ihr eigentlich, was ihr hier macht? Ganz offensichtlich höre ich mir das Gegacke einer Henne an. Versucht nicht, den Narren zu spielen, junger Mann. Ich versichere euch, wenn ich den Narren spielen wollte, wäre ich weitaus überzeugender. Eure spitze Zunge wird euch nochmal in Schwierigkeiten bringen. Thank you.
Es gibt nichts zu berichten. Thank you.
geschrieben habe. Scheiße, habt ihr dieses Machwerk etwa gekauft? Eines Tages werde ich den Staubfresser suchen, der diesen Müll verfasst hat, und ihn meiner Lektorin vorstellen. Meint ihr mit Lektorin eure Armbrust? Nein, meine Lektorin. Sie ist die Beste. Die halbe Koterie in Kirkwall tanzt nach ihrer Pfeife. Sie ist ziemlich kleinlich, wenn es um Grammatik geht. Sie hat mal einen Kerl wegen eines Strichpunkts getötet. Ohne sie würde ich nie etwas drucken. Sir. Ich habe auch noch andere Kunden. Dann will ich dich nicht länger aufhalten als unbedingt nötig. Thank you.
habe gehört, jemand habe eine Vorliebe für Drachenjagd entwickelt. Aussicht, wenn er eine solche Schmiede...